Herzlich willkommen, liebe Besucher. Ihr seht eines von unseren Hauptwerkzeugen. Wenn wir zum Lift auskommen, laufen wir gerade so in die Ausstellung raus, wo wir auf rund 600 Quadratmeter Elektrogeräte, Zubehör, Kleinapparate, Küchenmöbel, etwas ganz wenig zu ausstellen. Und relativ nach Marken sortiert, weil wir alle Marken eigentlich führen. Wir sind auch für die Firma Miele, eine Weltfirma, die in der ganzen Welt tätig ist. Sie sind wir ein regionaler Partner in unserem Gebiet. Und sie sind stolz, dass wir so eine grosse Palette von wunderbaren Geräten und hochqualitativer Art dürfen präsentieren, vorstellen, einbauen und natürlich eben bis weit ins Technische raus dürfen instruieren und vorführen. Bei der Firma Miele sind wir natürlich heute in der glücklichen Lage, wunderschöne Geräte zu zeigen. Spiegelglasfronten mit Chromstahl. Und wir haben die Variante zum Beispiel so in einem Hochschranktaler, einen ganz normalen Mittelklasseofen. Oben dran der ganz normale Steamer. Wir können natürlich einen erstklassigen Tower bauen, wo wir zum Beispiel unten anfangen mit der Geräteschublade, wo heizbar ist, wo wir sogar nicht die Temperatur garen, wir können sie programmieren und haben bestimmte Sachen drauf, die wir machen wollen, haben wir gerade die entsprechende Taste dazu. Obendran wird nachher der ganz grossartige neue Miele-Ofen präsentiert, wo wir mit Touchscreen arbeiten können und Bräunungsarten mit vollautomatischen Programmierungen etc. mit dem Auszug drin können arbeiten. Und noch eins obendran, immer noch für eine gebige Höhe für das Bedienen, haben wir zum Beispiel den grossen Steamer, der ganz speziell ist. Er hat das grosse Blech wie ein Backofen drin, hat einen Absaug drin, so dass wir eben können direkt Wasser oder Abwasser absaugen können. Wir haben die Möglichkeit, mit zwei Tankchen zu arbeiten. So, dass wir eben eigentlich im ersten Tankchen drin haben wir das frische Wasser drin. Das ist eine solche Grösse drin. Und was jetzt unerhörgebig ist, der tut absaugen und so hat man das Abwasser ebenfalls in den Tank rein pumpen, so, dass ich nicht muss aufputzen muss, wie bei den anderen Herstellern im Bodenbereich. Hier das mittlere ist übrigens auch noch interessant, das ist ein Sensor, das ist eine Kerntemperatursonde, wo wir kein Kabel mehr brauchen, wo auch eben über Funk tut, seine Daten hochmeldet an die Elektronik. Mit einem Tastendruck verschwindet wieder alles und man kann weiterarbeiten mit dem Gerät. Ganz neue Design von der Uhr, die Darstellung. Können wir den Hauptschalter betätigen. Dann kommen alle die Betriebsarten zum Beispiel, die wir machen können. Oder eben Automatikprogramm. Er fragt mich zum Beispiel Pizza, Kuchen, Brot und so weiter. Ich sage, nein, ist Brot. Jetzt schlägt er mir sämtliche Brot vor. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, ich will ein Roggenbrot machen. Ich kann jetzt hier den Bräunungsgrad einstellen, den ich treffen will. Oder ich kann dem ein Okay geben. Und dann sagt er mir sogar, in welcher Form und in welcher Höhe. Also muss backen werden. Rost verwenden zum Beispiel und dann weiss ich schon bereits als Anwender, was ich dort muss rein tun muss und können dann auch wieder raus entsprechend. Und das allerletzte, wenn wir das Gerät abstellen, geht es wieder zurück auf den Timer, wo im Moment gerade schon niemand anbietet. Wir bauen auch einzeln natürlich einbauen, das sind Backöfen oder Kochherden, die unter der Arbeitsplatte einbauen werden, mit den entsprechenden Keramikfeldern dazu. Oder auch ein Backofen und oben noch ein modernes Feld, wo oben noch eine Tastatur hat, dass wir arbeiten können, bis hin zu den Induktionsfeldern. Mittelgrosse Öfen können wir ergänzen mit der kleineren. Schublade, ob heizbar oder nicht heizbar, wir können es auch mal als Systemschublade haben, wo es etwas billiger ist, als man einfach Blech versorgen etc. Und obendran ein kleines Mittelklasse-Backöffeli. Auch in der Schweizer Norm bietet Miele die ganze Palette an, also als wir hier jetzt, wie zum Beispiel bei diesem Kochherd in den älteren Schweizer Küchen, die noch an dieser Norm entsprechen, ein Gerät haben, das Millimeter genau reinpasst. Und auch das gibt es wieder in allen Komfortstufen. Knöpfe sind verstellbar, einfach noch so als Schutz für die Kinder. Aber auch, wenn man es auf Notpositionen reinstellen kann, dass man weiss, wenn man zum Haus ausgeht, es ist alles abgestellt.
Oben drauf ein bisschen spezielles Keramikfeld, ein Induktionsfeld, das wir geben, wieder mit dem rund 8 mm hohen Chromstahlrand aufgesetzt, wo wir auf mehreren Zonen eine Einheit bilden und von einer Steuerung aus schalten können. Das sind die berühmten Variofelder, die jetzt doch langsam mal Fuß fassen in der Produktepalette, aber auch im Verkauf und ganz gross ankommen. Miele bietet uns natürlich eine grosse Palette von Kühlschränken und Gefriergeräten an. Und auch dort haben wir Spitzenmodelle, wo wir so ein bisschen vom ganz verrückten Gerät oben zeigen können, die heute gebraucht wird. Vor allem die Leute, die nicht all die Zeit haben, einzukaufen. Ein Anteil Gefrieren, ein Anteil Nullgradzone, ein Anteil Kühlschrank. Mit dem Sanftschliesser, den ich so den Mopf gebe und die Türen dann selber schliessen. Wir zeigen aber auch die ganz schönen Schränke, die bis zu 4 Zonen haben. Unten mit Perfekt-Fresh-Zonen, wo wir verschiedene Feuchtigkeiten bestimmen können. Der Kühlschrank als solches, ein Gefrieranteil drin. Und nachher sind selbstverständlich in allen Grössen, die den Normen von Euro oder Schweizer Normen entsprechen, Kühlschränke lieferbar. Bei den Gefrierschränken haben wir selbstverständlich, wie bei den freistehenden Kühlschränken, riesige Paletten in allen Grössen, bis einfach hoch um die 300-320 Liter. Und hier sehen wir zum Beispiel die Schubladensysteme, die ganze Schublade, die ich selbst, wenn wir so ein grosses Gerät längere Zeit offen haben, für etwas einzubringen oder etwas rauszuholen, bleibt es in dieser Schale drin, gehört zurück. Ihr seht, es gibt neu auch Überbreite, wo wir ein bisschen schauen müssen, dass wir da überhaupt noch durch die Türen durchkommen, mit speziell dicker Isolierung, wo uns phänomenale Werte herbringen und natürlich mit automatischer Abtauung. Es ist auch möglich, heute nebst Besuchen zum ganz grossartigen Foodcenter, können wir einen Getränkekühlschrank haben, den man auch mieten bei uns. Hier sehen wir auch wieder noch eins von den mittleren Modellen. Es ist eigentlich so bei den Gefrierinnen, dass es gerne so eine Schublade runtergeht, bis übrigens auf 85 cm Höhe, wo die kleinsten Gefrierschränke sind, so um die 100 Liter um. So können wir kundengerechte Grösse anbieten, wie er ungefähr Tiefkühlanspruch hat. Auch bei den Einbaukühlschränken zeigen wir natürlich Modelle in der Euronorm oder in der Schweizer Norm. Jeder ist ein bisschen anders eingestellt, sei es die Schubladentechnik. Wir sind hier am Stand von einer von meiner Lieblingsmarken, Schultes, wo wir ganz klar mit Swiss Media deklarieren. Sie sind stolz, dass wir dürfen Vertreter sein, und zwar Regionalpartner. Im Oberaargau, die angrenzenden Kantone Solothurn, Aargau und Luzern, die wir dürfen bedienen und betreuen. Wie ihr seht, stellen wir praktisch die ganze Showtest-Palette aus. Wir sind einer der grössten Händler und fühlen uns deshalb verpflichtet, so auszustellen, dass die Leute eigentlich jedes Gerät vor Ort anschauen können. Selbstverständlich sind sie alle angeschlossen. Wir haben auch noch mehr Familienhausgeräte. Und hier kann jeder Mann oder jede Frau schauen, wie sie mit dieser Steuerungsschlag kommt, darum sind sie angeschlossen. Wir dürfen uns auch als regionalen Partner in diesem Sinn bezeichnen, von der Firma Vollzug. Eine von unseren ganz alten Schweizer Traditionsfirmen, die selbstverständlich äußerst innovativ sind, zum Standort Schweiz stark bezogen sind und entsprechend hochqualitative Geräte herstellen. Wie gesehen, die Firma Vollzug ist vertreten durch einen Butler bei uns und weiterleiten tun wir natürlich seine Dienstleistungen an euch aus der Urban AG. Wir zeigen auch die ganze Palette von den originalen Adora-Geräten für das Einfamilienhaus und für das Mehrfamilienhaus. Wir zeigen aber nicht nur die Wäschgeräte, sondern wir zeigen auch alle Geschirrspülerarten, die es gibt. Verschiedenste Kochfelder, Schaltungen, Kochherden, Backöfen und selbstverständlich der grösste Teil von der Kühlschrankpalette, die die Firma Vollzug anbietet. Von der
Firma Electrolux zeigen wir ebenfalls Paletten von den Einbaugeräten wie von den freistehenden. Und wichtig ist für uns hier, dass wir bereits auch Euro- und Schweizer Norm zeigen an den Kunden, weil wir hier doch sehr viel im Ersatzteilmarkt brauchen. Verschiedenste Keramikfelder, Dampfabzüge dazu, bis zu den Wandhauben, Kühlschränken und Backöfen. Auch noch ein Kochstudio an, wo Kochkurse stattfinden oder Events, wo die Leute selber einen Koch daherbringen. Und wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, die modernsten Geräte hier zur Verfügung zu stellen, dass sie auf denen kochen können, können staunen, was sie alles damit machen können und sich dann letztlich entscheiden, die Geräte zu kaufen. Der letzte Teil ist dann noch so ein bisschen Küchenmöbel, weil wir auch Anpassungen machen von Küchen. Thank you.
Ja, Kaffee, liebe Leute, das ist in der Schweiz eines der Hauptthemen. Es fängt am Morgen an und hört am Abend spät auf. Und als regionaler Partner von der Firma Jura stellen wir natürlich von Ihnen ganz spezielle Paletten von Maschinen aus, bis zum Dauerwärmer. Und natürlich, wie ihr seht, haben wir sämtliche Pflegezubehör, wo die Leute von nah und fern bei uns kommen, holen und so zu ihren Maschinen optimal schauen können. Wir bieten zusammen mit der Jura natürlich auch den Service an, haben Ersatzmaschinen, weil alle Jura-Maschinen werden speziell in ihrer Werkstatt gewartet. Neben den ganz grossartigen technischen Beschaffenheiten der Maschinen, wo viele Forschung dahinter ist, für die optimalsten und schönsten Geschmackserlebnisse rauszuholen, ist natürlich sehr wichtig die Kaffeesorte, die man wählt. Und da gibt es natürlich neben dem Offenverkauf und vielfältigen Verkauf in allen Lädenprodukten, hat auch die Firma Jura verschiedene Produkte, die nachher auch entsprechend langer Gau rausgeholt werden kann. Gemäss dem Wunsch von vielen Konsumenten führen wir natürlich nicht nur vollautomatische Maschinen von der Firma Jura, sondern von vielen anderen Herstellern die berühmten Espresso-Maschinen. Und selbstverständlich auch für Leute haben wir Geräte bis runter mit Durchlauferhitzer und entsprechenden Wasserherhitzer. Wir sind jetzt hier im Kellerbereich unter der Ausstellung, wo wir ein Öllager haben, neu angelieferte Ware, die bereits verkauft ist, die muss ausgeliefert werden. Nachher von jeder Marke haben wir einen Raum mit Ersatzteilen. Das hier ist ein Gestell, wo Ersatzteile, die gekommen sind, die zu weg sind, als wir sie einbauen können. Nachher haben wir ein Minimum von elektrischen Schaltelementen zusätzlich für das allgemeine elektrische. Aber spezifisch ist sicher für etwa 200'000 Franken Material, Ersatzteile für die Elektrogeräte von den verschiedenen Marken am Lager, die wir gerade direkt können verschaffen können, meistens schon im ersten Servicegang. Maschinen, die bei uns in die Werkstatt kommen, damit man sie flicken kann, weil es vor Ort zu wenig Platz hat oder technisch anspruchsvoll ist, dass wir über längere Zeit müssen Testen machen müssen, die wir natürlich hier laufen. Egal welche Sorte, wir haben Geschirrspüler, die wir hier überarbeiten, Waschmaschinen. Das gibt uns die Möglichkeit, alle Programme mehrmals laufen, bevor wir es wieder ausliefern. Und haben auch hier die entsprechenden Prüftableaus, dass wir sehen, was hier für Leistungen aufgenommen werden und das können wir berechnen, ob die Leistungen auch stimmen zu der Elektrotechnik. Damit wir auch im Lüftungsbereich, sei es Dampfabzug, Dampfabzug-Hutten, Badlüftungen etc. möglichst in einem Kut durcharbeiten bei den Kunden, haben wir ein Lager mit allen gängigen Dimensionen, was den Haushaltbereich angeht. Für Rückstuhlklappen, für Wettergittereinheiten, Feuerklappen,
selbstverständlich Puffen oder Formstücke wie T-Stücke, Winkeln, Breiden etc. Und haben auch ein gewisses Lager an Formstücken vom Eurokanal, wo man in den Dächern einlegt für Inselhauben. Hier innen haben wir noch das Lager von den Ersatzgeräten, das ist Wäsche, Trocknen und insbesondere natürlich Kühlen und Gefrieren, wo wir Freitag, Samstag, Sonntag den Leuten noch im Schnellzugtempo ausliefern können, wenn ein Tiefkühler zum Beispiel ausgestiegen ist, wenn die Fahrer aufgetaucht ist oder wenn eine Küche nicht mehr geht oder wenn ein Verein einen Festanlass hat und irgendwelche Geräte braucht, dann können wir die von da aus zur Verfügung stellen. Im Weiteren haben wir mehrere Ballette mit Rahmen, wo wir das letzte Rahmen drauf oben haben, wo wir die sogenannten Kleingeräte, Elektroschrott entsorgen. Auch das ist bereits eine Vorarbeit für die Recyclingstellen, also alle Teile am richtigen Ort herkommen. Kleinste Schreinerarbeiten können wir hier selber machen. Das sind zum Beispiel Beistöße, die man schnell durchschneiden muss. Oder ein Lattli zum Unterlegen. Das können wir hier machen, also wir nicht müssen warten, bis wir weiterfahren beim Kunden. Thank you.